Meine Methode zur erfolgreichen Gewohnheit rettet uns den Urlaub. 17. Mai. Wir haben uns so auf den Urlaub gefreut. Eine Woche Südschweden, gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar, ein exklusives Haus in Ystad, direkt am Meer, Blick auf die Ostsee, frisch renoviert, mit allen Annehmlichkeiten. Mit großem Whirlpool, Flachbild-TV, Kaminofen, super neue Einbauküche und. Alles, was das Herz begehrt. Und dann das. Die Anreise über Kopenhagen lief problemlos. An der Fähre haben wir uns getroffen. Nach einem kleinen Bummel in Kopenhagen sind wir weitergefahren über die große Brücke nach Ystad. Den Mörgängen haben wir schon gefunden. Nur, wo ist das Haus? Wir fahren dreimal den ganzen Weg hin und her. Ein kleiner Wald links und rechts, schöne alte Häuser, große Grundstücke, sehr viel alter Baumbestand. Hier könnten wir es aushalten, wenn wir nur das Haus endlich finden würden. So falsch können wir doch gar nicht sein. Beim vierten Anlauf fahre ich auf die Auffahrt einer alten Villa. Mehrere Handwerker sind noch am Arbeiten. Das kann's nicht sein, das ist noch eine Baustelle. Kommst du von meinem Freund. Ich lasse mich nicht irritieren, steige aus. Ist dies Mörgang Nummer 10, frage ich. Keine Antwort. Dann nochmal auf Englisch, dann mit Händen und Füßen. Ein Nicken scheint mir recht zu geben. Wir gehen ins Haus. Der Aufgang hochherrschaftlich, ebenso wie die offene Treppe. Aus dem Souterrain klingen Staubsaugergeräusche. Hier und da liegt noch Baustaub. Das kann's nicht sein, die sind noch gar nicht fertig, kommen die Einwände von unseren Freunden. Wir gehen ins Wohnzimmer, Esszimmer, riesengroß, fantastischer Blick nach Süden, auf die alten Bäume, auf die Ostsee, aber keine Vorhänge, keine Bilder an der Wand, irgendwie kahl, wohl doch noch nicht ganz eingerichtet. Dann kommt die Vermieterin, sie spricht Englisch. Wir fragen sie, ob das Haus schon fertig sei. Sie nickt nachdrücklich und wartet auf unsere Begeisterung. Die Freunde und Partner sind so geschockt von dem unfertigen Zustand, dass sie zunächst gar nichts sagen. Dann weisen sie auf die vielen Mängel hin. Die Vermieterin meint, uns wird das Haus vom Stil und von der Ausrüstung, von der Atmosphäre nicht gefallen. Ist zutiefst enttäuscht, ihr kommen die Tränen, sie rennt raus. Wir schauen uns an, ratlos. Soll den Urlaub jetzt abbrechen? Das Haus wirkt auf den ersten Blick so ungemütlich. Es hat zweifellos Stil und Atmosphäre, ist aber eben noch nicht fertig. Wie eine Bahnhofswartehalle. Dafür gebe ich nicht so viel Geld aus, wirft unser Freund ein. Ich habe mich so auf den Urlaub gefreut. Und jetzt das. Und bei mir, merkwürdig, ich kann mich irgendwie gar nicht richtig ärgern. Klar, ich hätte mir auch gewünscht, das Haus sei fix und fertig, eingerichtet und sauber, geputzt. Aber irgendwie störe mich die vielen Kleinigkeiten gar nicht. Ich bleibe gelassen. Schau mir das ganze Drama zunächst einmal an und dann mein Kommentar, ich bleibe hier. Ich glaube nicht, dass wir ein anderes Haus in so einer Lage jetzt auf die Schnelle finden. Und ich habe auch keine Lust, mir überhaupt davon den Urlaub verderben zu lassen. Lasst es uns gemütlich machen, lasst uns ein paar Kerzen kaufen und schon wird es heute Abend hier viel, viel gemütlicher aussehen. Und lasst uns mit der Vermieterin sprechen, dass die nochmal einen Reinigungstrip durchschickt und dann wird auch morgen der Staub erledigt sein. Und genau das haben wir gemacht und genau das hat uns den Urlaub gerettet. Das heißt, meine vorherige Trainingsphase zum Thema Gelassenheit hat wirklich dazu beigetragen, dass der Urlaub für uns vier gerettet wurde. Ich bin sicher, hätte ich nicht so gelassen reagiert, wären wir nach Hause gefahren. Hätten vielleicht noch finanzielle Streitigkeiten mit dem Vermieter gehabt. Auf jeden Fall wäre der Urlaub längst nicht so entspannt doch noch verlaufen. Wo könnte Ihnen mehr Gelassenheit helfen? Was würden Sie gerne erreichen in Ihrem Leben? Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Mein Name ist Jörg Weißner und ich helfe Ihnen dabei, erfolgreiche Gewohnheiten in Ihr Leben zu integrieren.